Tue Gutes und rede darüber. Guten Abend für Zuschauer und Zuschauerinnen. Nun, von den Serviceclubs und dem Inbivo hört man eigentlich relativ wenig. Und das ändern wir heute. Ich darf mal meine Studiogäste begrüßen. Herr Dr. Klein, die Michaela Langner vom Stadtteilbüro der Decker und der Dr. Hucker. Herzlich willkommen hier im Monatsmagazin. Fangen wir mal richtig an. Serviceclubs. Was sind denn Serviceclubs? Ja. Ja, der Begriff ist ein bisschen historisch vielleicht zu sehen. Es wurden im letzten Jahrhundert schon verschiedene Clubs gegründet, die sich zum Ziel gemacht haben, ja, wie schon gesagt, Gutes zu tun in der Gesellschaft. Mhm. Ja. Da gibt es verschiedene, das ist unter anderem eben Rotary, ja, Rotary International auch. Ne? Und davon gibt es hier in Worms zwei lokale Clubs. Das ist einmal der Rotary Club Worms, der ältere Club. Und der Rotary Worms Müllung Club. Genau, eine ja. Ausgründung aus Rotary. Daneben sind auch noch andere Clubs hier auch an diesem Projekt, um das es heute geht, beteiligt gewesen. Das ist Lions, das ist Kiwanis, das ist der Inner Wheel Club und das sind die So-Optimistinnen. Mhm. Gut, und die ihr zusammen habt dann was auf die Beine gestellt. Michaela, was waren das? Genau, wir haben ja das erste Mal vor 2 Jahren zusammengearbeitet, alle 6 Serviceclubs in Worms, haben gesagt, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Aktion und haben damals die Veranstaltung mit Karl-Heinz Seichelmann zum Gunter Heiland gemacht. Und weil das gut funktioniert hat, waren wir damals schon der Meinung, das müsste man mal wiederholen und haben das jetzt dieses Jahr wieder gemacht und haben die gemeinsame Veranstaltung ebenfalls mit Karl-Heinz Seichelmann und diesmal mit der Familie Schmidt sozusagen als Musiker und Musikerin zum Thema Kästner gemacht und da eben Geld gesammelt für einen guten Zweck. Und das schauen wir uns mal an. Wir können haben einen kleinen Ausschnitt da aus dieser Veranstaltung. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug, wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt, der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Wir packen aus, wir packen ein, wir finden keinen Sinn. Wo werden wir wohl morgen sein? Der Schaffner kommt zur Tür herein und lächelt vor sich hin. Auch er weiß nicht, wohin er will. Er schweigt und geht hinaus. Da heult die Zugsirene schrill. Der Zug fährt langsam und hält still. Die Toten steigen aus. Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit. Die Toten stehen stumm am Bahnsteig der Vergangenheit. Der Zug fährt weiter. Er jagt durch die Zeit und niemand weiß, warum. Die erste Klasse ist fast leer. Ein feister Herr sitzt stolz. In rotem Plüsch und atmet schwer. Er ist allein und er spürt das sehr. Die Mehrheit sitzt auf Holz. Wir reisen alle im gleichen Zug zur Gegenwart in Spee. Wir sehen hinaus, wir sagen genug. Wir sitzen alle im gleichen Zug und viele im falschen Coupé.
tolle Veranstaltung habt ihr auf die Beine gestellt, die Serviceclubs. Was ist denn so die Motivation von euch, sowas zu machen? Die Veranstaltung oder der soziale Zweck? Also beides im Prinzip, also ich sag mal, die Möglichkeit, durch eine kulturelle Veranstaltung ein Stück weit Publikum zu generieren, was natürlich entsprechend Eintrittsgelder zahlt, um dann diesen sozialen Zweck zu unterstützen. Aber auch über diese Veranstaltungen zu transportieren, dass man eben für einen sozialen Zweck sammelt und für welchen sozialen Zweck man sammelt. Mhm. Und dann eben vielleicht auch noch den einen oder anderen Spender eben zu generieren für das, also was eben in dem Fall gefördert werden soll. Was ist denn jetzt da zusammengekommen oder wo kommt das Geld? Was machen Sie mit dem Geld, was Sie jetzt angenommen haben? Ja, den genauen aktuellen Kontostand weiß ich tatsächlich jetzt noch nicht. Wir rechnen mit einem Gesamterlös von ca. 10.000 Euro. Mhm. Und das ganze Geld soll über den stillen Unterstützungsfonds der Stadt Worms eben bestimmten sozialen Projekten zugutekommen, die ansonsten eben nicht staatlicherseits finanziert werden. Mhm. Ja, und deren finanzielle Situation deswegen immer so ein bisschen prekär ist. Ja, und da wollten wir eine kleine Hilfe leisten, indem wir da eben mal Gelder zur Verfügung stellen. Und das ist halt, sind die Stadtteilbüros, in denen dann halt auch InBivo tätig ist mit, das wird der Dr. Huck dann vielleicht noch genauer erläutern können. Da sind wir nämlich jetzt gleich beim zweiten Thema, InBivo, Integration durch Bildung Worms. Der Dr. Huck, was ist das? Ja, vor circa 13, 15 Jahren wurde eine Ausschreibung gemacht vom DAAD, Deutscher Akademischer Auslandsdienst, der sich Gedanken gemacht hat oder vorgeschlagen hat, macht mal Vorschläge, wie können wir ausländische Studierende besser in die Gesellschaft integrieren. Die kommen hierher aus dem Ausland, gehen zur Hochschule und sind aber sonst nicht verknüpft damit. Und Frau Meyer-Möbius von der Hochschule, damals in dem International Office, hatte die Idee, wir vermitteln die mal an Bildungseinrichtungen in der Stadt. Das war ihr Vorschlag und das wurde als gut empfunden und der DAAD hat diese Idee finanziert, denn man wollte den Studierenden auch helfen, sich wirtschaftlich ein bisschen was dazu zu verdienen, um hier eben ihre Zeit, wenn sie in Deutschland sind, auch entsprechendes Geld zu haben. Das wurde mehrere Jahre, ich glaube 3 Jahre gefördert und dann hieß es, jetzt muss sich das auf eigene Beine stellen. Und so wurde dann, im März 2014 InBivo gegründet. Wir haben uns überlegt, wie nennen wir das? Haben wir gesagt, nennen wir Integration durch Bildung Worms, weil das eigentlich die Zielrichtung war, die sich dieser Verein gegeben hat. Und da waren einige Mitglieder eben aus der Hochschule, aus dem Stadtbereich. Und mich hat man auch eingefangen dazu. Ich fand die Idee gut. Meine Frau war damals Schulleiterin der Staudinger Grund- und Hauptschule oder der Staudinger Grundschule damals. Und sie hatte auch solche Studierenden, die ihr geholfen haben, zum Beispiel mit bulgarischen Kindern, die hierher gekommen waren und kein Deutsch sprachen. Da konnte sie bulgarische Studierende bekommen. Die haben den Kindern geholfen, hier die Sprache zu erlernen. Denn Sprache ist einfach der Schlüssel, um in der Schule Erfolg zu haben. Und das wurde aber auch ausgebaut. Es wird also nicht nur Sprache dort gelehrt, sondern alle Dinge, die im Unterricht eben notwendig sind. Mathematik und was auch immer. Das heißt, Hausaufgabenbetreuung, solche Dinge wurden dort gefördert. Und die Stadtteilbüros, die ja schon seit vielen Jahren hier existieren, und Herr Decker wird sicherlich einiges dazu sagen, die sind natürlich der Kernpunkt, wo diese Kinder zusammenkommen. Und da unterstützen wir dann, indem wir Studierende der Hochschule versuchen, davon zu überzeugen, da mitzumachen. Sie werden von uns bezahlt. Wir versuchen, das Geld zu bekommen, was eben die Stadt nicht hat, um diese Leute zu unterstützen oder zu bezahlen. Wir greifen in verschiedene Fördertöpfe, wir machen Anträge bei Stiftungen und freuen uns natürlich, wenn wir von Serviceclubs Gelder bekommen. Mhm. Und so sind wir seit über 10 Jahren jetzt dabei und fördern mit Studierenden, die wir suchen,
in diesen Einrichtungen, sei es im Kinder- und in den Stadtteilbüros, wie das Kinder- und Jugendbüro oder in Schulen, diese Kinder. Wie viele Studierende sind denn so im Durchschnitt bereit, damit zu arbeiten? Wir haben zurzeit, wenn ich mich recht entsinne, so 20 Studierende als Honorarkräfte und wir haben sogar 450, also Minijobber, sind 528, glaube ich, oder sowas, 520 Euro Minijobber, die wir da bezahlen und zur Verfügung stellen. Der Dr. Hook hat schon erwähnt, Stadtteilbüro. Ich denke, jetzt kommen Sie ins Spiel und dann werfe ich Ihnen mal den Ball zu. Was sind denn die Aufgaben vom Stadtteilbüro? Ja, die Stadtteilbüros sind ein Teil der Abteilung Kinder- und Jugendbüro, also einer Jugendamtsabteilung der Stadt Worms. Wir haben mit der Aufgabe, ich glaube 2005 begonnen, mit einem ersten Stadtteilbüro in der Dürkheimer Straße. Das war damals ein Projekt über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert. Wie das aber so ist, Projekte sind endlich. Das war zunächst für 3 Jahre finanziert. Dann gab es mit viel Aufwand eine Zwischenfinanzierung, um dann nochmal eine zweite Projektförderperiode dort zu bekommen. In den Stadtteilbüros haben wir ein Angebot verknüpft. Wir haben dort eine Kollegin, eine Mitarbeiterin, die Teamleitung, die Frau Junemann, die das damals auch mit aufgebaut hat. Die ist selbst Spätaussiedlerin und hat damals in dem Wohnblock in der Dürkheimer Straße, Monsheimer Straße, Kirschgartenweg angefangen mit dem ersten Stadtteilbüro und hat den Bewohnern im Wohnumfeld eine Unterstützung angeboten. Hat aber auch gesagt, wenn du hier in Deutschland ankommen möchtest, brauchen deine Kinder auch eine schulische Unterstützung, damit die Sprache lernen können. Und so hat sie zum einen den Familien geholfen, hier Fuß zu fassen, mit allen möglichen Ämterangelegenheiten, die man sich nur vorstellen kann, aber auf der anderen Seite auch am Nachmittag ein Lernhilfeangebot gemacht, das damals in diesem Projekt finanziert wurde. Das haben wir dann sehr schnell ausgeweitet auf 2 weitere Standorte in Pfifflichheim und in Feddersheim. In Pfifflichheim in der Ortsverwaltung und in Feddersheim in der Uferstraße im Falkenheim, wo wir dann auch ein kleines Jugendtreffangebot eingerichtet haben, was mittlerweile im städtischen Auftrag durch das Diakonische Werk durchgeführt wird. Und haben dann 2013, glaube ich, war es, einen weiteren Standort in der Gernotstraße mit dazugenommen. Und mittlerweile haben wir auch in Neuhausen in der Heinrich-von-Gagern-Straße noch ein 5. Stadtteilbüro, wo wir solche Angebote machen. Das sind im Laufe der Woche haben wir 250 Kinder, die an den unterschiedlichen Angeboten teilnehmen. Jetzt haben wir mit der Karmeliter-Grundschule nochmal so ein neues Projekt gestartet, wo wir nochmal 15 Kinder in der Nachmittagsbetreuung haben. Und das würden wir niemals stemmen können, ohne die Unterstützung, die wir über Invivo bekommen, über die Studierenden, die uns da unterstützen, weil wir für diese Aufgabe keine kommunalen Mittel zur Verfügung haben. Bildung ist ein Auftrag, den hat das Land. Und wir können das nur über Projekte finanzieren oder wir können das über solche Unterstützungsmaßnahmen finanzieren. Deswegen ist das, was der Dr. Klein am Anfang gesagt hat, da gibt es einfach Dinge, da gibt es ein Loch, es gibt einen riesigen Bedarf, aber es gibt ein Loch, wo keiner so die richtige Zuständigkeit hat. Und das wird hier gemeinsam mit großem gesellschaftlichen Engagement, wird das hier ausgeglichen. Und das ist einfach eine tolle Sache. Und also 5 Stadtteilbüros. Da wartet noch eine Menge Arbeit auf Sie, stelle ich gerade fest. Sie haben ja ehrenamtliche Kräfte bzw. Honorarkräfte. Kann man dann uns ungefähr beziffern, wie viele Stunden die da arbeiten für die Kinder? Der Dr. Hook macht das immer und rechnet das fürs Jahr so aus. Und ja, ich glaube allein die... Es sind über, also zwischen 4.000 und 5.000 Stunden, die wir im Jahr fördern. Wie? Das sind im Prinzip 2 Arbeitskräfte. Ja. Das und muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das wird durch Studenten und ehrenamtliche Kräfte geleistet. Ja. Und ist schon Stück. Und dazu ergänzend kommt natürlich, dass wir die Koordination von Seiten der Stadt Worms stellen, dass wir auch
Stellen haben, die wir mit, in der Regel sind das auch Studierende, wo wir ein paar Stunden in der Woche beauftragen können, die uns dann eben auch in dieser Arbeit unterstützen. Und aus dem, was alle hier dazugeben, kommt dann etwas Großes zustande, sodass wir so ein Angebot stricken können. Wir haben auch etliche Ehrenamtliche, die uns dann eins-, zweimal in der Woche an den verschiedenen Standorten auch unterstützen. Das sind zum Teil Lehrer, die in Pension gegangen sind, die dann nochmal so eine Aufgabe wahrnehmen. Es sind aber zum Teil auch Menschen, die einfach sagen, Mensch, an der Stelle müssen wir etwas tun in der Gesellschaft. Ich möchte mich jetzt nicht irgendwie spendenmäßig engagieren, aber ich möchte das, was ich kann, dort einbringen. Und ich kann mir da auch durchaus vorstellen, zwei, drei Kinder mal Nachmittag zu begleiten und bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Und damit ist auch schon viel geholfen. Müssen denn die Studierenden eine besondere Fachrichtung haben? Nein, worauf viele Wert legen, ist natürlich, dass sie in der deutschen Sprache sattelfest sind. Mhm. Es gibt ja verschiedene Stufen da, das schreiben wir mit ein. Und dann ist es einfach so, die Studierenden kennen diese Dinge, die Grundschüler oder auch von weiterführenden Schulen machen, das können die ohne Probleme leisten und können dort Unterstützung leisten. Und der Punkt, wie ich schon sagte, ist die sprachliche Seite, ist der eine Punkt, aber es ist natürlich integrativer Bestandteil auch in Mathematik oder in anderen Fächern. Das heißt, über die Sprache werden diese Dinge vermittelt und es ist wichtig, dass die Kinder die Sprache können, denn wenn sie die nicht können, können sie in der Schule nicht mithalten. Was sagen denn die Studierenden über ihre Arbeit? Wie gefällt ihnen das? Das ist sehr unterschiedlich. Es sind natürlich Leute dabei, die sagen, ich brauche das Geld und das ist eine interessante Tätigkeit. Aber interessanterweise haben einige der Studierenden in den letzten 10 Jahren ihr Studienfach gewechselt und sind in den Bereich soziale Arbeit gegangen, weil ihnen die Arbeit mit den Kindern so viel Freude gemacht hat, dass sie da tatsächlich gesagt haben, ne, das ist etwas, was mir gefällt. Da kriege ich Feedback, wie ich es haben möchte und haben gewechselt. Das ist toll. Wir profitieren als Kinder- und Jugendbüro wirklich auch an der Stelle enorm, weil wir dadurch auch neue Fachkräfte für uns gewonnen haben. Ja. Wir haben mittlerweile Studierende, die in der Nachhilfe begonnen haben, als im Steuerwesen Studierende, die ihr Studium abgeschlossen haben und bei uns als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen arbeiten. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Ich lerne heute Abend sehr viel, stelle ich gerade fest. Was sagen? Ich kann auch anfangen. Sie wissen, ich bin auch Ruheständler. Und wenn man meinen Tagesablauf sieht, weiß man, warum Ruheständler keine Zeit hat. Was sagen denn die Kinder zu den Studierenden? Das ist eine tolle Kombi, weil das eben auch junge Menschen sind, die noch nicht so weit weg sind von dem, wir haben ja nicht nur Kinder, wir haben ja auch Jugendliche in der Lernhilfe, da ist die Altersspanne ist nicht so groß, da entstehen auch eher Beziehungen, da gibt es eine gute Verknüpfung miteinander und ich glaube auch, gerade wenn wir dann auch Studierende haben, die aus einem ähnlichen Kulturkreis kommen, dann sind die auch wiederum für diese Kinder, für diese Jugendlichen ein Vorbild. Weil die Kinder und Jugendlichen dann auch sehen, Mensch, das ist ja auch jemand, der kommt aus Afghanistan, Syrien oder um dann bei dem bulgarischen Beispiel von vorhin zu bleiben. Ja, und der hat auch hier in Deutschland das geschafft, einen Studienplatz zu bekommen und der geht auch hier in Deutschland seinen Weg. Also das ist auch so eine Situation, wo die Kinder auch Vorbilder für sich haben, die sie vielleicht in ihren Familien zu Hause in der Form nicht haben. Gibt es auch so private Kontakte zwischen den Studierenden und den Kindern? Das gibt es auch immer wieder. Ja. Haben Sie irgendwie schon einmal Rückmeldungen bekommen von Kindern, die jetzt größer geworden sind, die vielleicht aus der Schule gekommen sind, zur Rückmeldung, dass sie sagen, das war toll? Ja? Auch das bekommen wir immer wieder, klar. Also ich sehe. Wir haben zum Teil Kinder, die wir wirklich von der ersten, zweiten Klasse der Grundschule bis hin zum Schulabschluss begleiten und die dann auch in ihrer Ausbildung nochmal kommen und dann eben auch nochmal eine Unterstützung benötigen und dann versuchen wir auch das möglich zu machen. Also wir haben wirklich Jugendliche,
im Grundschulalter, an allen Schulformen, die bei uns im Laufe der Woche Stadtteilbüro Arbeit wahrnehmen. So, ja. Also ich sehe euer Geld, eure Projekte, die sind gut angelegt. Hohe Rendite. Hohe Rendite. Ja, vielleicht muss man noch mal sagen, dass, weil wir ja gerade in so einer Situation sind, wo viel über das Thema Migration gesprochen wird, und zwar meistens mit negativer Konnotation. Mhm. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, dass man das Ganze ins Positive wenden kann. Und es wird eine Win-Win-Situation für uns als Gesellschaft und natürlich auch für die Kinder, die hier es schaffen, sprachlich und kulturell integriert zu werden. Denn diese Kinder sind irgendwo unsere Zukunft. Das zweifelsohne. Kommen wir nochmal zum InBivo. Es ist ein Verein. Ja. Wie und wo kann man Mitglied werden? Wie kann man Kontakt aufnehmen? Das Einfachste ist über unsere Internetseite InBivo. Wenn man das eingibt, dann wird man das finden, Worms. Und da gibt es einen Link zu unserer E-Mail-Adresse. Und da kann man hinschreiben. Die landet bei mir in meinem Postfach. Und dann entsprechend agiere ich dann. Wir treffen uns regelmäßig, sagen wir alle 6-8 Wochen, und sprechen die Dinge durch, die jetzt nicht aktuell sind. Alle aktuellen Dinge werden so besprochen. Aber da haben wir dann auch Vorstandssitzungen, die wir hin und wieder in Person oder eben übers Internet machen. Seit Corona haben wir gelernt, dass man das auch Videokonferenz machen kann. Das ist dann einfacher. Und da kann man auch mal kommen und kann sagen, da möchte ich mal teilnehmen und möchte mal zuhören, was denn das für Leute sind, was die machen, worüber die entscheiden. Wir sind ja als Verein nicht diejenigen, die aktiv, ich sage jetzt mal, am Kind tätig werden, sondern wir verwalten diese Dinge. Mhm. Und der Verein ist eine Organisation, die diese Sachen organisiert und dem Kinder- und Jugendbüro zur Verfügung stellt. Dann hoffe ich, dass jetzt sehr viele Zuschauer, wird ja eine Woche lang wiederholt, ist in YouTube und Facebook zu sehen, dass sie viele Zuschauer gewinnen können für ihren Verein. Das wäre gut. Darf mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr da wart und uns Einblicke gegeben habt über eure Arbeit und viele Spender. Ja, so, vielen Dank. Und bei uns geht es jetzt gleich spannend weiter.